Über Udo Lindenberg soll der legendäre Rio Reiser mal gesagt haben: Mein Gott, strengt der Mensch sich an, locker zu sein. Dafür wurde Udo Lindenberg aber auch nicht vom Alkohol dahingerafft, so wie Herr Reiser. Udo Lindenberg feiert sein Leben, genießt seinen immensen musikalischen Erfolg, den er seit gut 10 Jahren wieder hat, nach einer langen Talsohle. Lindenberg präsentiert sich dabei immer als der wandelnde Triumph über das Schicksal. Der, der niemals aufgibt. Und so heißt es auch aktuell wieder: Udo und kein Ende in Sicht. Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klauen und einfach abzuhauen. Schiffsmeldung vom Lindischen Ozean. Ich weiß noch nicht wohin, Hauptsache, dass ich nicht mehr zu Hause bin. Manche denken, du hast ja gemacht, diese Unplugged, so ein großes Ding und. Ja, warum riskierst du jetzt ein zweites? Wieso Risiko? Es kommt genau wie beim Kollegen Marlon Brando, der Pate, ne? Teil 1, Teil 2, vielleicht dann auch Teil 3. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder losgeht. Ja? Unplugged hat immer auch was von Firmenabschied. Eleven huldigen. Kollegen bringen Ständchen. Vergessenes wird verklärt. Für dieses Unplugged aber wurden Schätze gehoben. Eine Reise bis zum biografischen Anfang. Meine erste Sprache war das Trommeln. Ich bin groß geworden noch in den Trümmern des Zweiten Weltkrieges und so. Vater noch ihr Nazi-Soldat und so. 15 Jahre, keiner was gewesen, großes Schweigen, nur Schlager. Nur alle Leute waren nur fröhlich, wenn sie besoffen waren, in die Kneipe gingen und so. Ne? Und sonst wurde nie darüber geredet, der ganze Nazi-Scheiß und so, das ganze Verbrechen und so. Keiner war dabei. Und gegen das Schweigen habe ich angetrommelt. Ich mache Randale gegen das Schweigen. Ja? Ich fordere jetzt, ne? Ihr müsst sprechen und so. Ja? Als ich dann anfing mit den deutschen Texten, war das gut, dass ich die Rhythmik drauf hatte. Hoch im Norden bin ich geboren. Deswegen war das dann eben auch so geschmeidig, weißt du, mit den deutschen Texten. Und so. Da habe ich Ideen aufgeschrieben, ne? Ich dachte, das müssen wir doch eigentlich mal singen. Und so muss man erst ein paar esoterische Sachen, inspiriert durch Hermann Hesse. Und jedem Anfang wohnt der Zauber inne und so, ja. 15 Doppelkorn im Kopf und so, ne, ja. Und es war so eine Korrespondenz zwischen der Straße und mir. Es ging so hin und her mit Sprüchen, weißt du. Und dann hoch im Norden, hinter den Deichen bin ich geboren. Es begann mit einer Lüge, weil da komme ich eigentlich gar nicht her. Ich komme ja aus Gronau, an der Donau. Fast schon illegal, sowas rauszubringen, weil es so ungewohnt war, ne. Und dann war klar, es geht ja doch in Deutsch. Der Sohn von Hermine und Gustav Lindenberg, einem Installateur. Als Kind trommelt er auf Benzinfässern, will Kellner auf einem Kreuzfahrtschiff werden, einfach nur weg. Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahren. Er singt Alltagsgeschichten auf Deutsch. Keine Schlagergrütze, keine Liedermacherbetroffenheit, sondern cool. Ironische Selbstverklärung. Die Deutschen lieben ihn, weil er all das mit großer Leichtigkeit tut, was ihnen so schwer fällt. Wohnen im Hotel, rocken im Rentenalter, empathisch sein und tolerant. Wir bauen uns die Welt so, wie sie uns gefällt, ja. Auch ein bisschen chaotisch, auch ein bisschen Rasselbande und so. Ja, ein bisschen Scheiße bauen, Streiche spielen, ne. Aber trotzdem, in the end, ist alles besser und fairer. So, wir müssen doch die Welt irgendwie ändern und so, ne. Und dieser Vorsatz, ne, hat man sich vielleicht geschworen früher mal. Das soll auch immer bleiben. Lindenberg war schon mal richtig weg. Rund um die Jahrtausendwende. Die Charts irgendwo hinter dem Horizont. 2008 die unwahrscheinliche. Er hat sich mit seiner Kunst gerettet. Aus Rhythmus macht er Sprache, aus Sprache Musik. Wo kommen diese seine fantastischen Sätze her? In endlosen Gängen des Shining Hotels, also wie nachts unterwegs, ne, ja. Und dann fliegen mir die Texte so zu, das ist eine Art Eingebung und so, ne, durch die Zimmerdecke und so. Ich bin eine Art Medium, es wird durch mich hindurch geschrieben. Also. Aber das ist ja anderen auch schon so gegangen, mit den Eingebungen, oder? Von den Kollegen Mozart, Beethoven oder große Schreiber und so, ne, ja.
Die waren auch wahrscheinlich auch nicht immer so ganz allein. Zumindest der Weingeist war dabei. Irgendwelche Geister schreiben da mit. Ja? Oder auch ein Eierlikör. Ist auch Weingeist drin, glaube ich. Ja. Sie sind doch der König von Scheißegalien. König von Scheißegalien. König von Scheißegalien. Da stehen Sie. Unplugged kann eine melancholische Angelegenheit sein. Ein letztes Schulterklopfen vorm Ruhestand. Hier aber klingen selbst die Lieder aus den 70ern, wie gerade geschrieben. Udo ist das Gegenteil von Rente. Udo ist sicher. Jetzt von Udo zu Leo, Maxim Leo. Der Berliner Journalist und Schriftsteller hat Vorfahren, die genug Stoff bieten für gleich mehrere Bücher. Die Leos zählten in der DDR als überzeugte Kommunisten zu denen, die an das System glaubten. Über das Aufwachsen in dieser Familie, das nicht immer einfach war, schrieb Maxim Leo vor einigen Jahren seine erste Familienchronik. In seinem aktuellen Buch geht er nun noch eine Generation weiter zurück, in die Nazizeit, die die jüdische Familie Leo in alle Welt verstreute. Wo wir zu Hause sind. Die spannende Rekonstruktion einer jüdischen Familiengeschichte. Maxim Leo führt uns zum Bebelplatz. Vor mehr als 85 Jahren wurden hier Bücher verbrannt. Sein Großonkel sieht zu. Er studiert damals Jura, ist erklärter Sozialist und Jude. Seine Geschichte ist eine von vielen, die Maxim Leo für seinen Familienroman recherchiert hat. Er hat auf einmal Professoren gesehen, die er vorher in der Uni erlebt hat, als ernstzunehmende schlaue Menschen, die hier komplett entfesselt waren und einen in eine Art Brandrausch gerieten. Dieser Hass und diese negative Energie, die er damals gespürt hat, die hat ihn vielleicht auch dazu bewogen, zu sagen, vielleicht sind meine Tage hier in Berlin gezählt. Hans und seine spätere Frau Irmgard verlassen Berlin. Sie gehen nach Palästina, gründen dort in einem Kibbutz die Familie, die heute Maxim Leos israelische Verwandtschaft ist. Von ihnen erzählt er in seinem Roman »Wo wir zu Hause sind« und auch von den anderen Leos, die nach England, Österreich und Frankreich fliehen mussten. Ich glaube, dass das für die damals dieses Gehen müssen sehr schwer war, weil sie so an Würde und an Freiheit verloren haben. Also sie hatten ja nicht, es war nicht ihre Entscheidung zu gehen, sondern sie wurden aus diesem Land rausgedrängt, wurden rausgeschmissen. Am 27. Juli 1936 von Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee, nach Palästina. Maxim Leo hat in Archiven gewühlt, Gespräche mit Verwandten geführt, die er vorher teilweise nicht einmal kannte. Er besucht mit uns Orte, die für seine Familie entscheidend sind, wie das ehemalige SA-Gefängnis. Der Mann seiner Großtante, Fritz Frenkel, wurde hier inhaftiert und gefoltert. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der KPD. Und viel später erst hat man in den Archiven entdeckt, dass alle Gründungsmitglieder der KPD in diesen Tagen verhaftet wurden. Und man wollte sie damit zur Ausreise zwingen. Fritz Frenkel kommt frei und verlässt Berlin sofort. In diesem Brief, der heute noch in der Gedenkstätte zu sehen ist, schreibt er über seine Erfahrungen. Ich war dauernd wüsten Beschimpfungen ausgesetzt. Musste zum Beispiel ständig erklären, ich bin ein stinkiger Jude. Das Jüdischsein war in unserer Familie immer was, worüber man ungern gesprochen hat. Also es war sowas, Jüdischsein bedeutete auch immer, zugleich Opfer zu sein und passiv etwas ausgesetzt zu sein. Während Kommunist zu sein zum Beispiel bedeutete, aktiv gegen etwas anzukämpfen und bewusst Akteur zu sein und nicht Opfer eines anderen Akteurs. Wo wir zu Hause sind, ist für den Berliner Autor eine sehr persönliche Geschichte. Stolz, weiß ich nicht, ob ich stolz bin auf die Leos. Ich mag sie auf jeden Fall.
Das sind irgendwie alles Leute, die irgendwie ein bisschen seltsam sind, ein bisschen eigen sind, auf jeden Fall immer einen sehr eigenen Kopf hatten. Ja, also man findet wenige Leos, die langweilig sind. Ich glaube, das kann man vielleicht das größte Kompliment, was man den Leos machen kann. Was ist Familie? Was macht einen aus? Gehört man zusammen, obwohl man an ganz unterschiedlichen Orten in der Welt lebt? Maxim Leo hat ein Buch geschrieben, das auf ganz leichte Art Geschichte und Geschichten erzählt.